Heute in der Folge wollen wir nochmal etwas bauen von South Park. Das letzte, was wir gebaut haben, war ja der CityWalk. Und was ist der CityWalk ohne ein bisschen Konkurrenz? Und wen könnte man da besser hinbauen als das City Sushi? Jetzt kenne ich ganz viele, die South Park gar nicht kennen als Serie. Daher packe ich dir jetzt hier nochmal die Episode rein, wo der City Sushi vorkam. Und das war wirklich nur eine einzige Folge. Danach, ja, was mit dem dann passiert, musst du dir anschauen. Ich werde mal heute nicht spoilern. Was ich dir aber spoilern werde, ist, dass wir dieses schöne City-Sushi-Restaurant heute bauen werden. Und damit wir jetzt nicht zu viel Zeit totschlagen, würde ich sagen, schnappen wir unsere Blöcke und dann geht's los. Wir beginnen erstmal uns weißen Beton wie hellgraue Keramik, gemeißelte Tiefenschieferblöcke, roten Beton und jede Menge netherziegelblöcke Blöcke rauszuholen. Also nicht nur die Blöcke, sondern Treppen, Stufen und Mauern begleiten uns. Und für diese Folge empfehle ich wie immer als Glasfarbe Türkis. Wir fangen erstmal mit dem Grundriss an von unserem City Sushi. Wir nehmen unseren weißen Beton erstmal und ziehen uns eine seitliche Wand erstmal lang. Und zwar von einer Länge von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcken erstmal. Dann biegen wir zur Seite ab und setzen hier noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke ran. Insgesamt haben wir hier 7. Dann nehmen wir einmal unsere niederziehige Blöcke. Ihr könnt gleich vorne einmal anfangen und setzen die nochmal zweimal nach hinten weg. Lasse dann 3 Blöcke Platz und setzen dann nochmal so eine Dreierstrebe hin. So, jetzt nehmen wir wieder unser weißen Beton, setzen hier wieder 7 Blöcke hin und biegen nochmal nach hinten 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke ab. Denn hier haben wir einmal 6 Blöcke. So, weiter geht's jetzt mit der hellgrauen Keramik. Wir setzen daneben jetzt 4 Stück einmal hin. Die Ecke lasst ihr einmal frei. Wer möchte, kann auch gerne schon mal unseren Tiefenschiefer hinsetzen. Ja, können wir eigentlich auch machen. Gut, dann geht's nach hinten weg. Hier setzen wir nochmal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke hin. So, dann wieder unseren gemeißelten Block. Zur Seite biegen wir wieder ab und dann wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blöcke hinsetzen. Hier machen wir später eine Hintertür. Das heißt, wir lassen jetzt einfach mal 3 Blöcke Platz. Und dann bin ich zu faul zu zählen. Das heißt, wir fangen einfach mal auf der anderen Seite an. So, ich setze jetzt hier wieder zur Seite weg 4 Blöcke. Dann kommt unser gemeißelter Block hin. Dann ziehen wir wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Blöcke nach hinten weg. Gemeißelter Block. So, und jetzt ersparen wir uns ein bisschen Zählerei. Ziehen die Strebe mal nach hinten weg, so dass wir dann, wo wir halt bis hierhin gezogen haben, nur 3 Blöcke Platz haben. Wenn das der Fall ist, geht es nochmal auf die Vorderseite. Wir nehmen nochmal unseren gemeißelten Block. Lass einfach zweimal weißen Beton zur Seite Platz von unserer Tür und setzt da nochmal den Block hin. Gut, dann geht es daran, dass wir das Ganze jetzt auch hochziehen. Wir nehmen erstmal uns den weißen Beton vor. Der auf eine Höhe ist von insgesamt 10 Blöcke, das heißt 9 müssen wir noch raufsetzen. Aber ich zähle von unten mal mit. Also 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das heißt, den können wir erstmal hochziehen. Die Mitte vorne können wir natürlich auch ein bisschen zuziehen, aber nicht komplett. Wir brauchen ja noch später eine Tür. Das heißt, ihr lasst unten um die 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke Platz. Den Rest aber könnt ihr dann einfach, ja, zuziehen, ja? Dann machen wir das hier erstmal dicht. Wenn wir denn das hier auf der Vorderseite soweit haben, nehmen wir jetzt einmal unsere hellgraue Keramik und können jetzt unsere komplette hellgraue Keramik, die wir hinten haben, auf insgesamt 12 Blöcke machen. Jetzt keine Angst, jetzt brauchst du nicht nochmal zählen, sondern du guckst jetzt einfach, wir haben jetzt, sag ich mal, den weißen Beton auf 10. Das heißt, jetzt hier sitzt einfach nochmal 2 weitere Blöcke rauf und dann sind wir hier bei 12. Gut, dann heißt auch hier wieder Blöcke in die Hand und dann hier die Betonreihen hochziehen. Man könnte noch etwas dazu machen, und zwar unsere gemeißelten Blöcke. Wer möchte, kann da denn eine rote Betonreihe sich hier rumsetzen. Ne, speichert ihr einmal rumfliegen. So, nach ein bisschen harter Arbeit haben wir denn die Rückseite hier komplett hochgezogen. So, jetzt haben wir auf der hinteren Seite natürlich noch einen Hinterausgang. Da nehmen wir gleich mal so einen roten Beton und dann kannst du hier zwischen 1, 2, 3, 4, 5, na, nehmen wir mal 6 Blöcke. So, 6 Blöcke roten Beton ja einmal hinten reinsetzen und den Rest könnt ihr dann einfach hier ganz entspannt mit der Keramik zuziehen. Ich würde mal sagen, wir bleiben auch gleich auf der Rückseite. Nimm dir mal deine niederziehige Blöcke, jetzt setzen wir da ringsrum natürlich noch hier unseren Türrahmen an den Seiten die Blöcke und dann verbinden wir das oben hier noch mit einer Stufenreihe und dann auf der Tür setze ich auch nochmal eine weitere Stufenreihe. Ja, das sieht doch gut aus. Wir bauen aber jetzt noch nicht komplett unsere ganzen Niederziehsachen, denn wir fangen nochmal auf der Vorderseite an. Und da würde ich sagen, machen wir erstmal ein bisschen das Dach. So, nimm dir jetzt dein weißes Beton. An der Seite lassen wir 2 Blöcke Platz. So, dann ziehen wir die erste Strebe einmal hin. Danach lassen wir immer 3 Blöcke Platz, kommt die nächste Strebe hin. Und dann dürften wir noch einmal das ziehen dürfen. Und dann haben wir oben nochmal 3 weitere Blöcke. Ja, perfekt. Jedoch wollen wir natürlich jetzt noch das Dach setzen. Zuerst nehmen wir aber unseren roten Beton
und ziehe nochmal eine weitere Ebene auf unserem hinteren Teil, komplett hier einmal lang. Und weil das natürlich wie immer so schön ist, sag ich mal, hier so im Kreis zu ziehen, wollen wir jetzt daran draußen noch eine weitere Reihe hier einmal lang ziehen. Ganz entspannt, so, bis wir wieder vorne ankommen. Und wenn du dann auch vorne angekommen bist, so, fliegen wir einmal zur Vorderseite. Und darauf wollen wir natürlich jetzt auch wieder ein Dach setzen, wo wir immer eine Dreierplatte machen. Das heißt, wir lassen an der Seite gleich einmal überstehen, weil sonst würde das natürlich nicht aufgehen. So, dann habe ich hier die erste Dreierplatte, gefolgt hier natürlich von der zweiten, dritten, vierten. Also das ist ganz normal, ne? Soweit wie es halt hier geht. Jo, wir lassen natürlich auch nach vorne einmal überstehen und natürlich müssen wir es auch zum Haus hinten einmal ranziehen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie machen wir das Ganze oben bei der Spitze? Ist natürlich ein bisschen hervorstehend, aber nicht so schlimm. Das sieht ja einfach so weit, wie wir, sag ich mal, jetzt hier unser Dach an sich ziehen. Na, wie breit ist denn das? Muss ich selber nochmal schauen. Also hier haben wir unser weißen Beton. Fliege nach oben. Also schon, ja, dass wir hier nochmal einen Block Reihe Platz haben. So, genau. Auf der anderen Seite ziehen wir es dann einfach hinterher. Und sobald wir denn dieses Dächlein fertig haben, geht es weiter mit dem hinteren Dach. Haha, ja, ist noch eine größere Fläche. Aber dann machen wir es ganz einfach. Dann nehmen wir unsere roten Lederziegelstufen zur Hand. Und dann setzt du die einfach in unseren roten Beton an. Und dann, tja, wünsche ich dir viel Spaß. Und einmal denn hier das Dach rausholen. Einfach schön, ne? Wie schnell das bei mir geht. Aber, naja, man selber muss es immer per Hand ziehen. So, wenn du es denn geschafft hast, oben dein Dach raufzusetzen, fliegen wir jetzt auf die Vorderseite. Denn hier haben wir noch jede Menge Arbeit. Oh, man sollte denn aber auch darauf achten, alles ordentlich zu machen. Guck mal, hier muss ich es noch überstehen lassen. So, jetzt. Na gut, jetzt können wir vorne anfangen. Gut, dann geht's jetzt ran, unseren roten Lederziegelblöcke wieder zu nehmen. Wir beginnen erstmal mit der Tür. Die Tür werden wir, also werde ich später so machen, dass man die auch öffnen kann, richtig? Wenn du dich für sowas interessierst, wie man Schiebetüren sich bastelt, verlinke ich dir oben in der Infobox. Das würde jetzt wieder die Zeit des Videos sprengen, wenn ich euch jetzt noch zeige, wie ich es mache mit einer Schiebetür, denn das habe ich ja schon mal gezeigt. So. Jetzt habe ich meine Wände hochgezogen auf 5 Blöcke. Das heißt, jetzt nehme ich mir schon mal mein Glas zur Hand und ziehe mir dann hier in der Mitte, zack, meine Tür einmal rein. So, ganz oben müssen wir es natürlich noch verbessern. Da nehme ich jetzt einfach mal hier meine Stufen in der Mitte, aber dann setzen wir mal eine Treppe hin. So, jetzt muss ich nochmal reinfliegen. Andere Seite auch nochmal. Ups. Also, hier oben an den Glasblöcken die Stufen ran, in der Mitte die Treppe. So, jetzt muss ich nur wissen, wie ich hier rein und raus komme. Ich mache hier an der Seite ein bisschen was weg. So. Denn hier in der Mitte setzen wir einmal unsere Mauer hin. Auf der Innenseite wie auf der Außenseite. Und dann lassen wir die Tür erstmal so, wie sie ist. Ja, ich mache das hier mal wieder high. So. Dann gucken wir mal zu den Seiten. Da lassen wir jetzt einen Blockreihe Platz. Und dann schlagen wir hier ein 4x3 Fenster einmal rein. Auf der Unterseite wie Oberseite kommen immer unsere Stufen hin. Das ist immer, sag ich mal, die Regel bei diesen Fenstern hier. Auf der anderen Seite machen wir natürlich nochmal das gleiche Fenster hin. Und wir sind natürlich anständige Bauarbeiter. Das heißt, Glasblöcke gleich einmal reinsetzen. Und ich kann es immer nur wieder sagen, wenn ihr euch diesen Shitty Sushi nicht einrichtern wollt, ne, dazu kommen wir ja sowieso noch, verkleidet euch die Fenster mit schwarzem Beton, blauem Beton, ne, wie auch immer. Jedenfalls so, dass man nicht reingucken kann, wenn ihr euch den nicht einrichtet, weil das sieht immer bescheiden schön aus. Gut. So, ich befinde mich wieder auf der Außenseite. Wir bleiben immer noch auf der Vorderfront. Jetzt nehmen wir mal unsere Mauern. Und zwar, wir hatten ja hier unsere gemeißelten Blöcke. Auf diesen gemeißelten Blöcken setzen wir jetzt einmal unsere Mauern hin. Und zwar einmal über unseren Fenster. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Zack, 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 zack. Einmal über unseren Fenster. Dann kommen wir zu unseren Stufen. Die könnt ihr jetzt einmal draufsetzen. Und zwar lassen wir die an den Seiten einmal überstehen. Auf der Mauer, sehe ich gerade, müssen wir doch lieber meine Treppe nochmal hinsetzen. Darüber könnt ihr eine Mauer einmal setzen. Dann wieder eine umgedrehte Treppe. Und dann an den Seiten lassen wir dann nochmal hier unsere Stufen so einmal überstehen und setzen sie auch auf der Höhe von unserer Treppe. Die Vorderseite ist zwar immer noch nicht fertig, trotzdem sind wir erstmal mit diesen Blöcken durch. Jetzt fliegen wir mal an die Seite hin. Und zwar immer noch vor der Frontseite hier. So, wir lassen unten 2 Blöcke Platz und dann schlagen wir hier ein 4x4 Fenster rein. Ja, ein schönes 4x4 Fenster. So, da auch wieder unsere Stufen hin, unten wie oben. Und dann fliegen wir einmal auf die andere Seite. Andere Seite. Hier auch wieder 2 Blöcke unten Platz lassen und genau das gleiche Fenster einmal reinhauen. Das sind jetzt 3 Blöcke, 4 Blöcke. So, wieder Stufen hin. Und jetzt könnt ihr euch aussuchen, ob ihr es machen wollt oder ob ihr es nicht machen wollt. Denn bei South Park ist das ja nur in einer einzigen Bildszene in der Folge zu sehen.
das sich auf der Seite auf Fenster befinden. Man hat nun in der Folge nur die eine Seite gesehen, man kann aber auch gerne auf beiden Seiten machen, aber da müsst ihr mal gucken, wie euch das dann auch innen drin gestalten wird. Wir machen trotzdem mal eine Seite mal. So, hier wollen wir nochmal zweimal ein 4x4 Fenster machen. Mit dem Abstand zu den Seiten zwei Blöcke hier, zwei Blöcke hier und zwei Blöcke in der Mitte. Und dann könnt ihr hier auch nochmal so ein 4x4 machen. Solltet ihr hier auch nochmal zwei Blöcke haben und da zwei Blöcke. Ja, geht perfekt auf. Da müsst ihr schauen. Na, also im South Park sind die Fenster von innen drin überhaupt nicht zu sehen. Also das ist genauso wie die Hintertür. Gleiches Spiel, das ist nur Deko fürs Gebäude. Die Fenster kann man natürlich innen drin benutzen, dass man rausgucken kann, aber in der Folge existierten die nicht. Da war eigentlich innen drin nur Plakate. Ach, da muss man schauen, ob man diese hier hinmachen will oder nicht. Ich mache nur eine Seite. Warum mache ich nur eine Seite? Weil ich innen drin mir die andere Seite ein bisschen gestalten möchte. Und da würden Fenster ein bisschen stören. Jetzt werden wir innen drin natürlich auch noch später eine Tapete bauen. Ich baue auch manchmal oft immer gerne, wenn ich Tapeten baue, mit Glasscheiben. Kann man auch jetzt gerne verwenden. Aber hierbei habe ich wirklich mal darauf bestanden, Glasblöcke zu nehmen. Weil es sieht innen drin doch ein bisschen besser aus und von außen auch, wenn man Blöcke nimmt statt Glasscheiben. Jetzt habe ich mich wieder eingebaut. Jetzt müssen wir hier wieder einmal rausbauen. So. Aber mit diesen Blöcken sind wir dann wieder einmal durch. Das heißt, die kannst du wegtun. Und dann gucken wir mal, was noch in der Kiste auf uns wartet. Ganz feine Sachen waren noch in der Kiste drin. So, gucken wir mal. Polierte Tiefenschiefertreppe. Davon nochmal dann die Stufe. Steinstufen holen wir uns raus. Steinknöpfe. Glatter Steinblock. Und Stufen. Du kannst auch nur Stufen nehmen. Das ist nur so eine kleine optische Sache, warum ich jetzt noch Blöcke dazu nehme. Dennoch Steinziegelmauer und eine Eisenfalltür. Wie immer beginnen wir erstmal mit den Einfachen. Und das Einfache wären jetzt unsere polierten, tiefer schiefen Treppen. Die setze ich mir einmal an der Seite hier komplett oben hin und dann daran noch eine umgedrehte Treppe. So, dazwischen, zack, kommen die Stufen hin und auf der anderen Seite setzen wir nochmal unsere Treppen hin. Und dann wäre die Vorderseite so erstmal abgeschlossen. Bevor wir jetzt noch ein bisschen Deko fürs Dach platzieren, gehen wir einmal auf die Rückseite und zwar verbessern wir nochmal hier unsere Hintertür. Da setze ich mir jetzt noch einen Knopf hier einmal hin als Türknauf und dann mache ich mich noch so einen kleinen Tritt mit Steinstufen einmal davor. Tja, dann wäre es das auch. So, jetzt kommen wir natürlich noch zum Hauptdach und zwar müssen wir noch ein paar Lüftungsanlagen raufbauen, einfach nur ein bisschen zur Deko. Da ist wieder die Frage, wo wollt ihr euch das hinsetzen? Also ihr könnt mehr oder weniger machen, ganz euch überlassen. So, meine Empfehlung, ihr lasst Minimum an der Seite, wenn ihr euch das setzt, zwei Blöcke Platz. Sieht das immer von oben gut aus. Und dann setze ich mir jetzt hier ein 4x3 Feld einmal rein. Dafür nehme ich mir einfach meine Blöcke. So. Hier bitte mal aufweckern. Und jetzt machen wir hier so eine kleine Lüftungsanlage hin. Das heißt, ich setze mir hier nochmal den Stufen raus. Und daher nehme ich jetzt einfach die Blöcke. Weil, wenn ihr zwei Stufen nehmt, es ist nur klein, aber man sieht einen Unterschied. So, ich bestehe einfach mal drauf, dass ich Blöcke nehme. An den Seiten setze ich mir dann hier noch zwei Mauern hin. Knöpfe oben drauf. Sieht immer ganz schick aus für Schornsteine oder sowas. Wenn man da noch so einen kleinen Knopf drauf setzt. Und hier in der Mitte von diesem 3x3 Feld, zack, setze ich mir noch eine Falltür. So. Erste Lüftungsanlage fertig, bleibt noch eine zweite. Würde ich mal so auf dem gleichen Maß setzen. Achten wir wieder auf der Seite, dass wir hier zwei Stufen Minimum Platz haben. Und dann mache ich jetzt hier einfach ein ganz normales 3x3 Feld. Stufen einmal rauf. So, eine Mauer in der Mitte. Na, vielleicht machen wir hier dann zwei Blöcke hin. Ja, und das wäre es schon. Könnte man vielleicht sogar noch Knöpfe anbringen. Ja, wen es gefällt. Gut, dann sind diese Blöcke auch wieder fertig und dann brauchen wir nur noch eine einzige Sache, die wir vorne noch machen müssen. Und guck, hier der Beweis, die Kiste ist jetzt leer. Ja, für den Rest müssen wir nur noch diese kleinen japanischen Kätzchen uns vorne hinsetzen. Ganz einfach sind die zu basteln. So, nimm einen Goldblock, setzen dir vorne einmal hin. Jetzt habe ich natürlich hier Erde genommen, so zur Vormarkierung. So, daran setzen wir jetzt eine unsichtbare Treppe. Zwei normale Quarzblöcke einmal rauf, also auch das komplette leere Quarz einmal nehmen. Oben drauf dann nochmal zwei Treppen. Die sich so ein bisschen anschauen. Und an der Seite nochmal eine umgedrehte Treppe. Für diese Hand dieser Katze. Wer möchte, kann auch ein paar Augen verpassen. Am besten mit schwarzen Knöpfen. So, diese Katze müssen wir jetzt spiegelverkehrt nochmal auf der anderen Seite bauen. Goldblock hin. So, tauschen wir jetzt kurz mal meine Vormarkierung aus. So, Treppe nebenan. Zwei Blöcke rauf. Zwei Treppen einmal oben hin. Jetzt muss ich kurz schauen. Ja, genau. Die Hand muss ja dann außen sein. So. Augen noch hin und fertig ist unsere Katze. Ich musste mir jetzt nochmal die glatte Steinstufe rausholen, denn ich wollte die noch für unsere Haupttür verwenden. Habe ich jetzt, weil wir auf dem Dach waren, ein bisschen vergessen. Und zwar sollen das die Türgriffe sein. Wenn man natürlich reinkommt in den Laden, setzt man sich natürlich auf beiden Seiten hin. Nur weil ich jetzt meine Tür noch nicht gemacht habe, dass die halt aufgeht, lasse ich mir mal hier diesen kleinen Durchgang. So, also könnt ihr noch gerne Türgriffe noch vorne ransetzen.
Bevor wir uns natürlich jetzt ranmachen, innen drin uns das einzurichten, wollen wir oben natürlich noch die Schrift machen. Also einmal steht die Sushi. Jetzt weiß jeder ein oder andere nicht, wie kann man sich denn Buchstaben auf Banners craften? Ganz einfach, verlinke ich dir auch wieder mal ein Video oben in der Infobox. Da lernst du denn das ganze Alphabet. Gut, dann sind wir draußen. Soweit fertig. Jetzt heißt es einmal reingehen. Und jetzt ist das hier wieder so ein bisschen duster. Machen wir das nochmal hell? Ich bezahle ja immer meine Stromkosten. Von daher, zack, 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 leuchte ich mir das einmal aus. So, schickele. Gut, dann wollen wir auch hier wieder schauen, was denn so in der Kiste auf uns wartet. Und ihr seht, gar nicht mal so viel, um sich das einzurichten. Und dann holen wir uns für innen drin einfach mal raus. Abgezogener Eichenholzstamm. Roter Beton. Denn nochmal Schwarzeichenholzblöcke. Ob die jetzt einen Jahresring haben oder keinen, wo der komplett glatt ist, ist eigentlich egal. Ne? Man müsste dann nur darauf achten, dass man die Jahresringe nicht sieht, wenn ihr euch die setzt. Ne? Gut, dann holen wir uns noch Schwarzeichenstufen raus und Fichtenholzstufen. Wir fangen erstmal auf der Vorderseite an mit unseren Eichenholzstämmen. Und zwar machen wir die auf eine Höhe von insgesamt 7 Blöcken. Wer noch sich erinnert, die Tür ist 5 Blöcke hoch. Da brauchen wir eigentlich gar nicht 10, also macht das einfach 2 Blöcke höher als unsere Tür ist. Dann habt ihr hier genau 7 Blöcke. Ha, perfekt. Immer diese kleinen Tricks, wie man sich das Zählen ersparen kann, nicht? So, jetzt musst du natürlich aufpassen, wenn du das jetzt mit Jahresringen hast, immer nach oben setzen. Aber auch ohne Jahresring würde ich dir mal empfehlen, nach oben zu setzen, denn wenn du es dir natürlich seitlich hinsetzt bei unseren Stämmen, hast du auch ein anderes Muster drin. Das ist halt so bei den Baumstämmen so. Da muss man halt immer aufpassen. Wir ziehen jetzt unsere Baumstämme auch nur auf der Vorderseite einmal so lang. Denn auf den Seiten und komplett überall woanders nimmst du deinen roten Beton und ziehst hier unten eine kleine Blockreihe lang. Komplett einmal schön hier ringsrum, bis wir wieder vorne ankommen. Schick. Gut, dann geht es weiter wieder mit unseren Baumstämmen, die wir jetzt hier wieder einmal ringsrum platzieren müssen. So, ich bin wieder ein bisschen faul, das heißt, ich stelle mich hier kurz hin und dann ist es bei mir auch gleich fertig. Einfach so gemütlich sich hier einfach hinzustellen und dann, ne, ist das alles fertig gezogen. So, jetzt muss ich dir natürlich noch eine Sache zeigen. Und zwar ist dir das bestimmt auch aufgefallen. Und zwar unsere Vorderfenster an den Seiten. Wenn man jetzt eine Tapete sich hier reinzieht, ne, müssen wir halt eine Reihe hier hinsetzen. Das hat aber die Folge, also das müssen wir eigentlich machen. Warum? Sage ich dir sofort. Und zwar das Original von unserem City Sushi. ist nach draußen nicht wirklich breit. Und wenn man sich innen drin eine Tapete bauen will, müsste man das Fenster sonst noch halt nur auf ein 3x4 machen. Aber beim Original ist das Fenster komplett, sag ich mal, vom weißen Beton bis hier zu unserer Strebe. Da sieht man wieder, dass es halt so Cartoon-Style ist, ne? Dass sie sich das halt zurechtgezeichnet haben. Müssen wir halt mit leben. Daher kannst du dir natürlich die Fenster noch an den Seiten platzieren. Ne, kannst auch auf beiden Seiten machen, kannst auch sogar noch eins auf der Rückseite machen, wenn du willst. So. Jetzt sind wir natürlich innen drin soweit erstmal mit der Tapete noch nicht so ganz fertig, denn hier fehlt noch eine weitere Reihe und zwar eine mit Rotbeton, die wir hier drauf ziehen können. So, wieder ganz entspannt ziehen wir hier unsere Runde, bis wir wieder vorne ankommen, denn nun wollen wir natürlich jetzt die Decke reinziehen. Zuerst unsere Schwarz-Eichenholz-Stämme nehmen, die wir ziehen auf der Vorderseite, ziehen die einmal zur Rückseite, machen wir nur einmal und auf der anderen Seite noch einmal. So, das sollen unsere Träger sein, so ein bisschen für die Decke. Das aber nicht genug, die wollen wir noch ein bisschen stabilisieren. Nimm dir den roten Beton und lasse denn auf der Rückseite 4 Blöcke Platz. Denn lasse, selber schauen, 5 Blöcke Platz und dann kommt hier gleich der nächste Träger einmal hin. So, die können wir dann einmal zur anderen Seite ziehen. Wunderbar. So, den zweiten hier ziehe ich dann auch nochmal durch. Denn die haben in der Folge gezeigt, wie die Decke aussieht, was immer, sag ich mal, selten vorkommt, ne, in Zeichentrickserien. Und das wäre dann schon mal unsere Deckenstütze. Als nächstes kommt natürlich jetzt noch die Decke rein, die wir jetzt hier zuziehen. Und dafür nehmen wir jetzt einfach mal unsere Stufen, unsere Holzstufen, die wir immer im Wechsel hinsetzen. Ne? Fängst mit dunkel an, dann gefolgt von dieser hellen. Und das ziehst du denn hier einfach jetzt ein bisschen zu. Aber als Belohnung, wenn du denn hier die Decke einmal reingezogen hast, machen wir dann auch gleich einmal die Tour. Damit, wenn du dir natürlich schon die Mühe machst, innen drin die Tapete dir zu zeichnen, dass du sie dann natürlich auch noch einrichten kannst. So. Ich bin durch mit meiner Decke und wenn du es auch soweit bist, gehen wir gleich einmal rüber zu dem Original. Denn das hier werde ich jetzt nicht nochmal einrichten, denn warum sollte ich die Arbeit zweimal machen?
So, jetzt gehen wir einfach mal rüber, denn hier können wir uns auch gleich nochmal die automatische Tür angucken. Wie gesagt, Link alles in der Infobox. So, schauen wir mal. Ganz einfach, sich die Tür auch denn zu machen. Das ist ja immer, sag ich mal, Bild für Bild. Das eine ist ja die, so wie die jetzt gebaut haben. Und wenn ihr die aufmachen wollt, habe ich einfach die Mauern, mal gucken, an den Seiten gemacht und oben halt dann auch statt einer Stufe die Treppe mir dann dahingelegt. Ne? Ganz einfache Animation. So, jetzt gehen wir mal rein. Wie in der Folge, einfach so im einfachen Stil mir das versucht zu gestalten. An den Seiten habe ich mir noch Poster und alles gemacht, so japanische Poster und so hatte er da gehabt. Ist natürlich nicht möglich, wenn ihr euch die Fenster hinmacht. Und daher müsst ihr schauen, wie ihr euch das verteilen wollt. Ihr könnt auch wieder seid auch nur ein Fenster machen, wenn ihr wollt. Ja. Ist ja euch überlassen. Gut. So, dann habe ich mir hier vorne noch so einen kleinen Mülleimer dargestellt. Ist natürlich alles so ein bisschen größeren Stilformat, ne? So wie es halt passt zu South Park. Man sah natürlich denn hier unsere Theke, wo dann hier das ganze Sushi ausgestellt wurde, kann man sich ja ganz gut darstellen mit Lagerfeuer, ne? Dass ihr euch denn da noch ein bisschen was drauf platziert. Fischarten aller Art könnt ihr ja dann hier verkaufen. Wir haben eine Kasse natürlich vorne. Und ihr seht ganz gut, das ist alles ja recht einfach aufgebaut hier. Ne? Einfach nur mit simplen Blöcken könnt ihr euch denn hier alles so ein bisschen darstellen. Ich würde mal sagen, am besten stelle ich mich hier irgendwie immer mal so ein bisschen hin, falls ich einen das 1:1 natürlich nachbauen will. Ne? Dann bleibe ich hier mal kurz stehen. So, einmal hier und dann nochmal einmal hier. Dann nochmal vielleicht hinter der Theke. Na, also ihr könnt euch das hier bauen, wie ihr wollt. Auch hier die Tische, die ihr euch setzen könnt, ganz einfach mit Zäunchen und Stufen und fertig habt ihr das. Also so kompliziert das nicht. Und das Schöne ist, ihr habt eine Tapete. Immer dran denken, wenn ihr mit Tapeten baut, könnt ihr die auch benutzen. Das heißt, ihr könnt ja auch was in die Tapete mit einbauen. Zum Beispiel ja sowas hier, so ein Getränkespender. Oder ihr macht euch Regale mit Bücherregalen dahinter, ne? Dass es aussieht, als ob da irgendwas draufsteht. So, jetzt gönne ich mir gleich noch ein bisschen Sushi. Für dich gibt es aber wie immer noch oben in der Infobox noch weitere tolle Videos. Sonst abonniere noch gerne den Kanal, bleibst du mal auf dem laufenden Stand. Und dann war es das Video für heute. Ich bedanke mich immer fürs Zusehen, wünsche dir einen schönen Tag, bleib gesund, haut's rein und ciao.